Anhaltspunkt. Die Grünen haben ja einen Gesetzentwurf vorgelegt und wollen, dass in Deutschland geborene Kinder ohne Einschränkungen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Warum und wie es bislang ist, das wird jetzt für die Grünen erläutern Volker Beck. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Willkommenskultur beginnt im Kreissaal. Wer in Deutschland geboren ist, soll von Anfang an dazugehören. Dies regeln wir heute mit dem Gesetzentwurf zum Geburtsrecht im Staatsangehörigkeitsrecht. Wir wollen das Geburtsrecht im Staatsangehörigkeitsrecht endlich Wirklichkeit werden lassen. Hier geborene Kinder von Eltern, die mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland leben, sollen von Anfang an Deutsche sein. Das Bürokratiemonster Optionszwang wollen wir abschaffen. Hier geborene Kinder, deren Eltern erst nach der Geburt eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, bekommen die Staatsangehörigkeit mit der Erteilung des Aufenthaltstitels der Eltern. Das ist ein starkes integrationspolitisches Signal, aber es ist alles andere als revolutionär. Wir gehen damit noch nicht mal so weit wie das kanadische und US-amerikanische Staatsangehörigkeitsgesetz. Der Bundespräsident Gauck hat bei der Einbürgerungsfeier letztes Jahr gesagt, wie ich zitiere, wir können also sagen, Deutschland ist auf einem guten Weg und hat eine gute Wegstrecke bereits zurückgelegt. Der größte Schritt war wahrscheinlich 1999 die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Neben das Jus Sanguinis trat das Jus Soli. Seitdem kann Deutscher werden, wer in Deutschland geboren wurde, auch wenn seine Eltern es nicht sind. Ja, recht hat der Bundespräsident. Alle glaubten auch, er beschreibe die Rechtslage. Das zeigt, wie akzeptiert das eigentlich ist, was wir hier vorschlagen. Niemand hat sich darüber aufgeregt. Ich sage Ihnen, es ist an der Zeit, dass dieser Wunsch des Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt steht. Die Menschen draußen im Lande denken auch immer, das sei schon längst Rechtslage. Dabei ist tatsächlich es so, dass nur jedes zweite Kind, das in Deutschland von ausländischen Eltern geboren wird, tatsächlich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Man bekommt es nämlich nur, wenn die Eltern 8 Jahre hier sind und einen unbegrenzten Aufenthaltstitel haben. Das heißt, sie sind entweder EU-Bürger oder bei Drittstaatlern Inhaber einer Niederlassungserlaubnis. Das sind viel zu hohe Hürden. Und wenn wir wollen, dass Menschen sich von Anfang an hier dazugehörig fühlen, dass Kinder von Ausländern kein Thema der Integration sind, sondern der gemeinsamen Gesellschaft des Zusammenlebens, dann ist diese Reform längst überfällig. Wenn man in unser Staatsangehörigkeitsgesetz schaut, trotz der Reformen, die wir 1999 gemacht haben und die ein großer Schritt waren, fragt man sich immer noch, wie viel deutsche Luft muss man atmen, wie viele Weißwürste essen, wie viele Polkas tanzen, bevor man Deutscher werden darf. Der Berliner darf Currywurst essen, aber ich glaube, die bayerischen Weißwürste sind in der Staatsangehörigkeitsdebatte eher das Problem. Bundesinnenminister de Maizière hat ja eine Migrationskonferenz abgehalten am 14. April. Da sagte er, und das ist richtig, es ist nicht so, als würden die Fachkräfte aus dem Ausland an den deutschen Grenzen Schlange stehen. Viele Fachkräfte ziehen lieber nach Kanada, Australien, Neuseeland oder die USA. Deutschland ist für sie bisher nicht so attraktiv. Hier müssen wir ansetzen. Und er sagt weiter, die Forderung nach einer Willkommenskultur ist zwar schnell aufgestellt und sicherlich auch gut gemeint, letztlich ist sie aber folgenlos, wenn sie unbestimmt bleibt. Das ist richtig so. Deshalb sagen wir, eine Willkommenskultur entsteht nicht nur durch die staatliche Gesetzgebung. Aber es ist auch entscheidend, welcher Geist unsere Gesetze atmen, ob die Menschen, die zu uns hier kommen, auf einer Augenhöhe behandelt werden oder ob wir sie als Bittsteller
als unter Menschen minderen Rechts behandeln. Und deshalb brauchen wir endlich eine Staatsangehörigkeitsreform, einerseits mit dem Geburtsrecht, andererseits, das werden wir noch bis zur Sommerpause vorlegen, mit der Erleichterung der Einbürgerung und der Ermöglichung der Mehrstaatlichkeit. Wir brauchen auch den Schutz von Ehe und Familie im Aufenthaltsgesetz. Der ist an vielen Punkten nicht verwirklicht. Hierzu haben wir bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und es ist an der Zeit, dass wir das kommunale Wahlrecht für Drittstaatler genauso regeln, wie es bislang für EU-Bürger bereits geregelt ist. Was kommt aus dem Innenministerium? Minister de Maizière ist der Minister No Willkommenskultur. Kein Jus soli, kein kommunales Wahlrecht. Und beim Einwanderungskonzept, das hat er in seiner Rede deutlich gemacht, weiß der Minister vor allen Dingen, was er nicht will. Er will keine neuen Möglichkeiten für eine bedarfsgesteuerte, aber angebotsorientierte Zuwanderung, beispielsweise durch ein Punktesystem. Er will keine Entbürokratisierung durch die Möglichkeit des Statuswechsels. Und die Frage der zirkulären Migration, eine entscheidende Frage für moderne atmende Arbeitsmärkte, ist für ihn weiter ein Fremdwort. Meine Damen und Herren, Deutschland braucht aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren jährlich mindestens 300.000 Arbeitskräfte. Dass das kein akutes Problem ist, liegt an der Einwanderung von Menschen aus den südeuropäischen Ländern wegen der Eurokrise, und es liegt an den Flüchtlingen, die wir gegenwärtig aufnehmen. Aber diese Situation wird nicht dauerhaft anhalten. Deshalb wäre es jetzt an der Zeit, die Weichen für eine moderne Einwanderungspolitik zu stellen. Ich weiß, beim Punktesystem werden wir mit der Union ein bisschen streiten müssen und länger reden müssen. Es hat ja auch ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis sie kapiert haben, dass die Gastarbeiter Einwanderer sind und Deutschland ein Einwanderungsland. Aber lassen Sie uns die Zeit in dieser Debatte dafür nutzen, wenigstens die Signale auf Willkommenskultur zu setzen. Dazu leistet dieser Gesetzentwurf einen Beitrag. Ich hoffe auf Ihre wohlwollende Erwägung unserer Vorschläge. Volker Beck war das für die Grünen, und einen Baustein dessen, was er hier erläutert hat, das schlagen die Grünen heute vor, nämlich für in Deutschland geborene Kinder soll künftig gelten, dass alle ohne Einschränkung die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Was sagt die Union dazu? Michael Frieser hören wir für die CDU-CSU-Fraktion, der Beauftragte für demografischen Wandel. Es geht um etwas sehr grundsätzlich, nämlich um die Frage Staatsangehörigkeitsrecht. Und da darf man auch mal sehr emotional sein. Und wir haben bei der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ja nun wirklich mehrere Hände voll an Anträgen, an Gesetzentwürfen, die wir da hinterherwerfen. Und die Frage stellt sich schon, wie viel Reden von grünen Abgeordneten muss man gehört haben, um eine Einbürgerung in diesem Land zu verdienen? Das ist ein harter Stresstest, den wir haben. Es ist ein harter Test, den man da durchleiden muss. Und da muss man auch Menschen, die es ernst meinen mit diesem Staat, mit dieser Verfassung, mit dieser Demokratie, sagen, ja, auch diese Leidensfähigkeit gehört dazu, ein Deutscher zu sein und eingebürgert zu werden, auch wenn das ein hartes Stück Brot ist. Also deshalb ist diese Debatte jus soli natürlich im Grunde schon eine geschichtliche Debatte, die wir hier in Deutschland führen. Und wir führen sie ja natürlich auch nicht zum ersten Mal. Da kriegt die Opposition den Preis für die Hartnäckigkeit. Aber man muss ehrlich sagen, sie kriegt natürlich auch den Preis für die beste Realitätsverdrängung. Was haben wir denn getan? Und da wird es nun wirklich abstrus. Den Bundesinnenminister als denjenigen zu bezeichnen, der der Integration im Wege stand. Also das heißt wirklich, die letzten Jahre, das, was die Union mit dieser Regierung getan hat, vollkommen zu verleugnen. Wenn es um die entscheidenden Fragen geht, wo ich habe überhaupt nicht den Eindruck zu erwecken versucht, trotz des erhobenen Tonfalles, den Eindruck zu erwecken versucht, dass auch unter Rot-Grün in dieser Frage etwas passiert ist. Will ich überhaupt nicht in Abrede stellen.
Aber die entscheidende Frage zu sagen, was bei der Integrationspolitik zum Thema Anerkennungsgesetz und Ähnliches passiert ist, jetzt zu sagen, bei der Änderungsbereitschaft und bei dem, was diese Regierung bereits vorgelegt hat, zu sagen, es gäbe keinen Weg zu einer Willkommenskultur. Es gäbe nicht das wirklich Willkommen heißen von Menschen, die es ernst meinen mit dem Bekenntnis zu diesem Staat, mit dem Bekenntnis zu dieser Grundordnung und vor allem mit dem wirklich deutlichen Willen, sich in diese Gesellschaft auch wirklich zu integrieren. Dafür ist ein Vorreiter dieser Bundesinnenminister. Wir haben die Optionsregelung so weit angepasst, dass man deutlich sagen kann, dieses tatsächlich Zerrissenheitsabstimmungsdilemma, bei dem junge Menschen erkennbar auch gelitten haben, nicht mehr existiert. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir deutlich sagen müssen, man kann sich zu seinen Wurzeln auf der einen Seite bekennen mit Stolz und trotzdem am Aufbau und an der Integrität eines Landes tatsächlich teilnehmen, auch als Bürger. Das ist möglich. Das setzt aber ein Bekenntnis voraus. Und das setzt vor allem das Bekenntnis voraus, ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, mich auf einen solchen Prozess der Integration auch wirklich einzulassen. Und das heißt auf der anderen Seite natürlich, dass wir bestimmte Voraussetzungen haben müssen. Nicht nur die Voraussetzungen, die etwas mit Geburt in diesem Land zu tun haben, sondern auch was mit der Dauer zu tun haben, wie lange man an dieser Gesellschaft teilnimmt. Es muss was damit zu tun haben, dass man auch tatsächlich an den Institutionen, zum Beispiel an der Schulbildung, teilgenommen hat. Das haben wir alles getan. Wer das verkennt, tut dies nicht aus Realitätsnähe, sondern aus ideologischen Gründen. Das mag Ihnen überlassen sein, aber es passiert zumindest. Letztendlich bleibt es dabei, die Frage der Einbürgerung ist ein Akt, der am Ende eines erfolgreichen Prozesses steht. Am Ende eines Prozesses, der mit der Bekenntnis zu diesem Staat, zu seiner Gesellschaft und zu seinen Zielen und Grundwerten besteht und der nicht am Anfang stehen kann. Und das bedeutet auch, dass man deutlich sagen muss, es ist etwas schwieriger, sich in diesen Fragen plötzlich mit anderen unbedingt vergleichen zu wollen. Also kann mich nicht erinnern, wann die Opposition immer herzzerreißend gerne, vor allem die Vereinigten Staaten oder Australien, wenn es um die Frage Flüchtlinge oder Einbürgerung geht, als besonders hochgehängten Maßstab annimmt. Ansonsten sind diese Vergleiche immer sakrosankt. Jetzt in dieser Frage, jetzt schauen wir plötzlich in die Vereinigten Staaten. Nun gut, ich scheue auch diesen Vergleich tatsächlich nicht. Nur wollen Sie wirklich mit der Frage einer Politik zu den ethnischen Spannungen, die vor allem auch in den Vereinigten Staaten bestehen, wollen Sie dazu Vorschub leisten, dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal zurück, von Australien ganz zu schweigen, weil wir genau eine Entwicklung haben wollen, der wir nicht das Wort reden müssen. Und deshalb glaube ich, den Vergleich brauchen wir nach den Vereinigten Staaten nicht. Wir können gerne in Europa bleiben. Und da sind die Vergleiche nun wirklich eindeutig. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle des Abstammungs- und des Staatsangehörigkeitsrechts in Europa. Aber dass es die Möglichkeit gibt, da mal in einem Atemzug Bulgarien und Dänemark und Finnland und Italien und Österreich und Polen und Schweden zu nennen oder das gesamte Baltikum, wo es genau so geregelt ist, wie wir uns das in Deutschland auch tatsächlich vorstellen. Nein, es nimmt Ihnen keiner ab. Die Tatsache, dass es hier um besonderes Willkommen heißt. Sind wir mal ganz offen und sagen Sie der Bevölkerung mal tatsächlich die Wahrheit an dieser Stelle. Es geht darum, dass man auch um Wählerstimmen giert. Sie glauben allen Ernstes, dass die Änderung Ihrer Vorstellungen zum Thema Staatsangehörigkeitsrecht sich irgendwann mal positiv in Wählerstimmen umsetzen kann. Das ist aus meiner Sichtweise der einzige Grund. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, da werden und können wir nicht mitmachen. Die Anträge, die vorliegen, werden wir auf jeden Fall ablehnen. Herr Kollege Fries. Ist schon weg. Jetzt muss er sich so fragen. Er hatte noch Zeit. Auf der Flucht. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sevin Dadelen, Die Linke. Herr Kollege, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Frieser, man kommt ja nicht umhin, auf Ihre wirklich ungeheuerliche Rede in zwei Punkten wenigstens einzugehen. Das erste ist diese, Sie nannten es ethnischen Spannungen und Ausschreitungen in den USA. Die sind nicht infolge der Staatsangehörigkeitsrechts in den USA entstanden oder laufen,
sondern das ist schlicht Rassismus, was da in den USA das Problem dieser Spannungen und Ausschreitungen ist. Das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Und das Zweite, wenn Sie den Grünen und allen anderen, die für ein republikanisches Staatsangehörigkeitsmodell in Deutschland streiten und sich einsetzen, vorwerfen, nur Wählerinnen und Wählerstimmen hier auf die abzuzielen, dann möchte ich Sie mal darauf hinweisen, dass Ihr Vizevorsitzender, der Vizevorsitzende der CDU, der Bundesvizevorsitzende Laschet, hingeht zum Wahlkampf in Bremen, um einen Besuch abzustatten bei Milli Görrisch, bei islamistischen Verbänden, die kein Problem haben mit Dschihadisten und dort um Wählerinnen und Wählerstimmen sozusagen dort wirbt. Das ist schändlich, Herr Frieser. Das ist schändlich. Das sollten Sie sich mal angucken. Und deshalb ganz klar, die Linke unterstützt diesen Gesetzesentwurf der Grünen, um das unmissverständlich auch zu sagen. Wir fordern als Linke seit Jahren, die bestehenden Reste des Blutsrechts, ja, des ius sanguis, hier im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht abzuschaffen. Wir wollen eben nicht, Herr Beck hat es ja richtig gesagt, wir wollen eben nicht, dass nur diejenigen hier geborenen Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, deren Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit bereits besitzen. Denn auch die hier geborenen Migrantinnen und Migrantenkinder sind frei und gleich an Rechten geboren, wie es in der französischen Erklärung der Bürger- und Menschenrechte von 1789 heißt. Und ich finde, meine Damen und Herren, wir sollten im 21. Jahrhundert nicht hinter 1789 zurückfallen. Wir sollten uns das auch zu eigen machen, diese Bürgerinnen und Bürgerrechte. Kinder von Migrantinnen und Migranten sollen hier als gleichberechtigte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aufwachsen können. Das geltende Einbürgerungsrecht oder das Staatsangehörigkeitsrecht macht aus den hier geborenen Menschen in vielen Fällen Ausländer, obwohl sie eben Inländer sind. Und auch wenn ich das prinzipiell eigentlich gar nicht mache, möchte ich Ihnen ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich bin hier als Kind geboren in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg, von Eltern aus der Türkei, die als Gastarbeiter hierher gekommen sind. Ich bin hier geboren, weil meine Eltern die türkische Staatsangehörigkeit hatten, hatte ich auch die türkische Staatsangehörigkeit. Geboren, aufgewachsen, Schule besucht, weiterführende Schule besucht, die Universität besucht und habe mich die ganze Zeit geweigert, für etwas einen Antrag stellen zu müssen, was meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Warum konnten einfach meine deutschen Freundinnen und Freunde in der Schule sich als deutsche Staatsbürger erklären und ich musste sagen, nein, bin ich nicht, obwohl ich genauso geboren bin und aufgewachsen bin wie die anderen. Und an der Universität musste ich auch eine Diskriminierung nochmals erleben. Als ich ein Stipendium gewonnen hatte, nach Australien zu gehen und dort ein Jahr zu studieren, wollte ich einen Auslands-BAföG-Antrag stellen, so wie meine Kommilitonin auch, die mit mir dorthin kommen wollte. Meine Kommilitonin wurde das gestattet, mir wurde das nicht gestattet. Warum? Weil ich keine deutsche Staatsbürgerin bin. Und ich finde das einfach unfair. Ich finde, das ist ungerecht. Und mit mir zusammen finden das tausende Menschen, ja, die betroffen sind, auch ungerecht. Für etwas erstmal einen Antrag zu stellen, obwohl man wirklich in jeder Hinsicht gleich ist wie die Freundinnen und Freunde, die einen deutschen Pass haben. Und deshalb die Anforderung dieses Geburtsrechts, des Territorialprinzips ius soli im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, sie sind einfach deutlich zu hoch. Und hier müssen wir eben die Hürden absenken, wie mein Kollege Beck das sagte, gerade wenn wir wirklich an einer wirklichen Integrationspolitik interessiert sind, meine Damen und Herren. SPD und Grüne haben damals bei der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts 1999 einen längst überfälligen Einstieg in dieses ius soli gemacht. Doch leider war dieser Schritt zögerlich und unzureichend. Wo Lob gebührt, sollte man dieses Lob auch ausdrücken, lieber Herr Kollege. Aber nicht wie Sie sagen, dass Herr Beck
aus dem Regierungsprogramm der SPD doch abgeschrieben hätte bei seiner Rede. Dieses Programm, was Sie, meine Damen und Herren, hier jeden Tag verraten haben. Sie sollten sich selbst an dieses Programm halten und nicht darauf warten, dass wir dieses Programm Ihnen hier widerspiegeln. Ja, das ist doch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Diesen Geburtsfehler gab es bei Rot-Grün. Das war die Optionspflicht, was anderthalb Jahrzehnte später sozusagen schlecht als besser recht als schlecht beseitigt wurde, wie wir wissen. Aber die sehr hohen Anforderungen beim IOSOLI an den Aufenthaltsstatus, eben wie den achtjährigen Aufenthalt oder auch eben das unbefristete Aufenthaltsrecht der ausländischen Eltern hier geborener Kinder, die sind nach wie vor in Kraft. Und deshalb gibt es hier Handlungsbedarf. Und ich bleibe dabei, hier müssen diese hohen Hürden endlich abgesenkt werden. Und deshalb begrüßen wir diesen Gesetzesentwurf. Und ich begrüße diesen Gesetzentwurf der Grünen auch, weil die Reform des Staatsangehörigkeits zumeist bei den Grünen bisher wirklich sehr unkritisch als ein Erfolg der rot-grünen Regierungszeit abgefeiert worden ist und die verbliebenen Hürden und Härten gering geschätzt wurden, was mit diesem Gesetzentwurf ein bisschen Stück weit eben korrigiert wird. Ja, es wurde einfach hinweggegangen über die Stichworte deutliche Gebührenerhöhung, höhere Sprachanforderungen, Beseitigung des sogenannten Inländerprivilegs, das dazu führte, wir wissen es, dass viele, viele türkische Staatsangehörige, die bis dahin in der Praxis deutsche Staatsangehörige auch waren, eine doppelte hatten, zu Tausenden und Zehntausenden ihre Staatsangehörigkeit verloren hatten. Und falls Ihnen das nicht bewusst ist, die Einbürgerungszahlen in Deutschland lagen unter der Geltung des rot-grünen Staatsbürgerschaftsrechts bereits im Jahr 2003 unter dem ursprünglichen von 1913 sozusagen. Da waren es 143.000 noch und jetzt waren es 140.000 nach der Reform von Rot-Grün. Und deshalb finde ich es gut, dass man das sieht, dass diese Hürden immer noch bestehen, kein Grund besteht, diese abzufeiern wie bisher, sondern es beim Namen zu nennen und zu sagen, das muss weg. Das unterstützen wir. Und wir unterstützen auch natürlich, dass dieser sinnlose Aufwand beim Optionsmodell, was eben nicht abgeschafft worden ist von dieser Regierung, dass der grundsätzlich völlig abgeschafft wird. Und deshalb mein Appell an die SPD, sich endlich hier zu bewegen und sich nicht der Ausgrenzungspolitik von CDU und CSU weiterhin anzuschließen, meine Damen und Herren. Danke. Ja, das war Sevim Dadelen für die Linksfraktion und die SPD zum Ende ihrer Rede direkt angesprochen. Jetzt erwarten wir einen Redner der Sozialdemokraten, nämlich Lars Castellucci wird es sein. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 1997 habe ich das erste Mal, glaube ich, so richtig verstanden, worum es hier geht. Da habe ich nämlich in den Vereinigten Staaten studiert. Und ich war bei einer ganz wunderbaren Gastfamilie untergebracht. Und meine Gasteltern, die waren 1972 für ein knappes Jahr in Deutschland. Und dort ist ihr Sohn auf die Welt gekommen. Und zwar in Bayertal, in der Schulstraße, auf der Couch, unterstützt von einer Hebamme. Und als es um die Ausweispapiere ging, als man sich wieder nach Hause aufmachen wollte, da gab es dann plötzlich ein Problem. Die deutschen Behörden haben nämlich gesagt, was wollen Sie eigentlich von uns? Sie sind doch Amerikaner. Das ist ein amerikanisches Kind. Und die amerikanischen Behörden haben gesagt, was wollen Sie denn? Das Kind ist in Deutschland geboren. Es ist ein deutsches Kind. Das Beispiel zeigt, wir haben unterschiedliche Traditionen. Es ist genannt Jus Soli. Es gilt, wo man geboren ist. Jus Sanguinis. Es gilt die Abstammung. Sie schlagen nun vor, dieses Geburtsprinzip im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht zu verankern, und zwar für alle Kinder, deren Eltern sich rechtmäßig hier aufhalten und ihren gewöhnlichen Aufenthalt bei uns haben. Nebenbei rechtmäßig hier aufhalten, ich nutze mal die Gelegenheit, wir sollten auch mal darüber sprechen, über die Menschen, die sich in unserem Land nicht rechtmäßig aufhalten. Aber das ist natürlich keine Frage des Staatsangehörigkeitsrechts. Mit Ihrem Vorschlag jedenfalls würden beispielsweise Kinder von Studierenden, die hier geboren wären, ihre Eltern haben die
ausländische Staatsbürgerschaften, die würden Deutsche werden können. Ausländische Studierende sind für uns eine wichtige Zielgruppe. Es gibt sogar Bundesprogramme, mit denen wir sicherstellen wollen, dass die auch bei uns bleiben können. Die anderen gehen eben zurück und sind dann hoffentlich gute Botschafter unseres Landes in der Welt. Aber die Kinder derer, die bleiben, die würden dann von Anfang an als Deutsche aufwachsen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das hätte eine ganze Menge Vorteile. Jetzt will ich auch sagen, es gibt sicherlich schlimmere Schicksale, als in Deutschland als Kind sogenannter oder wie auch immer genannter ausländischer Eltern aufzuwachsen. Aber für die Kinder bleibt das mit einer Erfahrung verbunden, und diese Erfahrung lautet, wir gehören nicht ganz dazu. Die Kinder spüren, und das ist richtig, das ist auch nach der letzten Reform nicht vollständig ausgeräumt, sie spüren einen Vorbehalt. Sie spüren also keinen Vertrauensvorschuss, sondern sie spüren einen Misstrauensvorschuss. Und das tut keiner Beziehung gut. Und auch daraus können sich weitere Distanzierungen zu ihrer Heimat Deutschland ergeben, und die sind ja in niemandes Interesse. Ja, es geht um das Bekenntnis zu unserem Staat, ich sage mal vor allem zu unserem Grundgesetz, aber mir geht es auch um ein grundsätzliches Bekenntnis zu den Menschen. Das Ziel muss ein großer gesellschaftlicher Zusammenhalt sein, und den schafft man immer nur dann bestmöglich, wenn man nicht aufteilt in die und in wir. Sie sehen also, ich habe alle Sympathien für Ihren Antrag. Was Sie fordern, steht auch in unserem Regierungsprogramm. Aber jetzt kommen wir zum Kapitel Ewig grüßt das Murmeltier. Wo es nämlich nicht steht, ist der Koalitionsvertrag. So, und Tatsache ist, und jetzt wollen wir damit aber mal abgeschichtet und ernsthaft weitermachen, und auch, ich mache es auch mit der nötigen Empathie für unseren Koalitionspartner. Unser Koalitionspartner tut sich mit dieser Frage außerordentlich schwer. Einerseits stört mich das, weil ich hätte ja gerne, was wir hier vorliegen haben. Andererseits sind wir nun mal unterschiedliche Parteien, und es wäre ja auch seltsam, wenn plötzlich alle das Gleiche wollten. Und in Wahrheit tut sich nicht nur unser Koalitionspartner mit dieser Frage schwer, sondern das ganze Land tut sich mit dieser Frage schwer. Und deswegen ist die Repräsentanz dieser Gruppe, die sich schwer tut, hier ja auch gewährleistet und gerechtfertigt. Wer sind wir? Wer und was gehört zu uns? Das sind Fragen, über die können wir ganz trefflich und heiß diskutieren. Das ist ja eben auch wieder angeklungen. Gehört nun der Islam zu Deutschland, ist eine dieser Debatten. Auch die zahllosen Begriffe, mit denen wir nicht, noch nicht oder irgendwie nicht richtig Deutsche bezeichnen, sprechen eine klare Sprache. Ausländer, Migranten, Mitbürger mit Migrationshintergrund, von einem oder zwei Elternteilen, aus der so und so vielen Generation, Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte. Wir machen es uns wirklich nicht leicht. Als ich Geschichte studiert habe, hießen die Seminare immer Deutsche Geschichte von bis. Und die ersten Stunden und Einleitungskapitel in den Büchern, die hingen immer dann die von der Frage ab, ja, was meinen wir eigentlich ganz genau? Denn als Staat existieren wir erst seit 1871. Woran machen wir also deutsche Geschichte überhaupt fest? An Sprache, an Kultur, an besiedeltem Territorium, an der Nationalität des Herrschers? Nichts davon funktioniert. Die Wirklichkeit ist komplizierter, und der Zugang liegt immer im Auge des Betrachters. Dass wir uns so schwer tun, kann man bedauern, aber damit bekommen wir das ja nicht weg. Und deswegen, und das ist jetzt der Versuch der Brücke, vielleicht ist ein schrittweiser, behutsamer Weg der Veränderung, den wir gehen, deshalb auch angemessen. 1999 haben wir ja schon mal den ersten Anlauf genommen. Es ist davon die Rede gewesen. Wir haben da einiges erreicht. Das Staatsangehörigkeitsrecht stammte aus dem Kaiserreich, hieß auch so. Und wir haben es modernisiert. Seitdem gelten Elemente des Geburtsortsprinzips. Die Optionspflicht haben wir mit der neuen Reform fast überwunden. Ich will sagen, wir sind auf dem Weg, es geht in die richtige Richtung, und den Rest schaffen wir auch noch. Bis wir soweit sind, können wir aber auch über ein paar Fragen nachdenken. Und da spreche ich Sie jetzt als Oppositionsfraktion, die den Antrag hier eingebracht haben, auch direkt an. Wie ist das eigentlich mit der Weitervererbung von Mehrstaatlichkeit? Diese Frage ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll gelöst, nicht konzeptionell gelöst. Wie können also Regelungen über Generationen hinweg aussehen, damit es nicht zu einer Multiplikation von Staatsangehörigkeiten kommt? Müssen wir über etwas nachdenken, was beispielsweise eine ruhende Staatsangehörigkeit ist? Dann begründen ja Staatsbürgerschaften Rechte und Pflichten.
Ich spreche jetzt mal als Sprecher der AG Demokratie. Wo soll man denn eigentlich das Wahlrecht haben? In der ersten Generation und dann in der zweiten Generation und in der dritten Generation, wenn möglicherweise gar keine Bezüge zu den Ursprungsländern mehr da sind. Nach meiner Vorstellung sollte eine Person dort wählen, aber dann durchaus auch alle Gruppen, die Sie angesprochen haben, dort wählen, wo sie lebt, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hat. Es wäre gut, wenn Sie sich auch diesen Fragen zuwenden würden, denn in Ihrem Antrag bleiben Sie offen und auch in Ihrer Rede haben Sie über Willkommenskultur gesprochen und sehr wenig zu den Fragen und zu den Details, die wir ja auf der Strecke lösen müssen. Wir können diese Fragen also weiter bearbeiten, das sollten wir auch tun, aber wir müssen auch nicht dabei stehen bleiben, sondern wir können heute schon Spielräume nutzen, die unter dem aktuellen Staatsbürgerschaftsrecht möglich sind. In Baden-Württemberg, wo ich herkomme, sind die Einbürgerungen im letzten Jahr beispielsweise auf den höchsten Stand seit 2003 angestiegen. Das ist kein Selbstläufer, sondern dahinter steckt eine einbürgerungsfreundliche Politik. Und da gab es Plakatkampagnen, da gibt es würdige Veranstaltungen, wo die Menschen willkommen geheißen werden und zielgruppengerechte Informationen, gute Sachen. Denn von Einbürgerung profitieren ja alle. Und das ist wieder so ein Argument. Die Statistiken legen wirklich klar, Eingebürgerte erreichen höhere Bildungsabschlüsse, sie sind erfolgreicher auf dem Arbeitsmarkt, sie erzielen höhere Einkommen, sie zahlen mehr Steuern. Es ist wirklich ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Wir müssen aber nicht auf das Staatsangehörigkeitsrecht jetzt starren, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern können heute schon die Spielräume nutzen und kreativ und engagiert sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren ja eigentlich länger in unserer Geschichte Auswanderungsland, wie wir uns jetzt langsam daran gewöhnen, Einwanderungsland zu sein. Ich finde, es ist in Ordnung, wenn wir uns daran gewöhnen. Es ist ein Prozess. Die Deutschen, die nach Amerika ausgewandert sind, das waren zuerst Deutsche in Amerika, dann waren es German Americans und schließlich Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Drei Generationen. Es braucht Zeit. Es ist also gut, meine Damen und Herren, dass wir darüber diskutieren und debattieren hier, auch wenn es emotional zugeht, wie es einmal aussehen kann. Aber die Zeit, bis wir so weit sind, dass wir diese Ziele erreichen, die können und sollten wir nutzen, die offenen Fragen zu klären, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen sind. Lars Castellucci war das für die Sozialdemokraten. Ja, in dieser Frage ist die Große Koalition nicht einer Meinung. Das hat er gesagt. Die SPD hat durchaus Sympathien für den Vorschlag der Grünen. Aber im Koalitionsvertrag steht es nun mal nicht drin. Man muss andere Wege finden. Jetzt noch ein Redner der Unionsfraktion dazu, Tim Ostermann. In Deutschland gilt bislang das eingeschränkte Geburtsortsprinzip. Das heißt, wer sich zum Zeitpunkt der Geburt in Deutschland befindet, der wird dann deutscher Staatsangehöriger, wenn mindestens ein Elternteil wenigstens seit 8 Jahren hier aufhältig ist und über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügt. Aus Sicht der Grünen soll diese Einschränkung nun wegfallen. Künftig werden Neugeborene bereits dann die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn das so zum Tragen kommen sollte, wenn ein Elternteil seinen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Die Grünen begründen den Schritt damit, dass die globale Mobilität der Menschen zunehme. Daher käme es zu einem Spannungsverhältnis zwischen den zugezogenen, in Deutschland lebenden Menschen und dem wahlberechtigten Staatsvolk. Die Grünen legen damit ein Verständnis von Staat und Staatsbürgerschaft an den Tag, das die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nicht teilen kann. Einerseits degradieren Sie, Herr Beck, unter dem Deckmantel der Globalisierung und der Mobilität die Staatsangehörigkeit zu einem beliebigen Status. Nach Ihrer Ansicht ziehen Menschen in andere Länder und nehmen die dortige Staatsangehörigkeit an, wie es gerade so passt. Mit der Zeit gefällt diesen Menschen ihr Aufenthaltsort vielleicht nicht mehr. Beim erneuten Umzug um den Globus lässt man die Staatsangehörigkeit entsprechend hinter sich und nimmt weitere Staatsangehörigkeiten an. Das ist Politik, die unserem Verständnis eklatant widerspricht. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den wir nicht teilen. Die Grünen sprechen von einem Gegensatz zwischen den hier lebenden Menschen, die zugezogen sind, und dem Staatsvolk. Sie sehen darin einen verfassungswidrigen Zustand. Und die Lösung der Grünen dazu, die ist schon kurios. Deutsche Pässe für alle, dann gibt es auch keinen Gegensatz mehr. Aber gerade das ist doch verfassungswidrig, das Aushöhlen des verfassungsrechtlichen Gehalts der Staatsangehörigkeit.
Lassen Sie mich einige grundsätzliche Ausführungen zur Staatsangehörigkeit machen. Nach herrschender Auffassung setzt sich ein Staat aus drei Elementen zusammen: dem Staatsgebiet, der Staatsgewalt und dem Staatsvolk. Das Staatsvolk wird durch das Institut der Staatsangehörigkeit rechtlich handhabbar und inhaltlich definierbar. Die Definition des Zugangs zur Staatsangehörigkeit regelt wiederum die Aufnahme in das Staatsvolk. Und hier stellen sich zwei Fragen. Die erste lautet: Was verstehen wir unter Erwerb der Staatsangehörigkeit? Aus unserer Sicht ist damit eben nicht lediglich der Erwerb einiger zusätzlicher Rechte gemeint, wie etwa des Wahlrechts, des Zugangs zum Beamtenstand, des konsularischen Schutzes im Ausland oder die Möglichkeit, BAföG zu erhalten. Stattdessen ist der Erwerb eine bewusste Entscheidung für einen Staat und für seine Werte. Mit dieser Entscheidung drückt der Erwerber seine Zugehörigkeit zu einer Schicksals- und Wertegemeinschaft aus. In diese Gemeinschaft soll er sich einbringen, und er soll sich ihr angehörig fühlen. Das macht aus unserer Sicht den Erwerb der Staatsangehörigkeit aus. Die zweite Frage lautet: Wen wollen wir als neue Staatsbürger gewinnen? Die Antwort auf diese Frage sollte man sich gut überlegen. Das beliebige Verteilen von deutschen Pässen kann jedenfalls keine Antwort sein. Stattdessen sollten wir diejenigen, die wir für unseren Staat gewinnen wollen, die sollten in der Staatsangehörigkeit eben mehr sehen als nur die Erweiterung ihrer Rechte. Die Menschen, die unserem Staat beitreten, sollen sich unserer Wertegemeinschaft anschließen und sich ihr verbunden fühlen. Sie sollen sich bewusst und wohlüberlegt für unseren Staat entscheiden. Diese Menschen wollen wir. Und daher sind die geltenden Voraussetzungen aus unserer Sicht unabdingbar: 8 Jahre Aufenthalt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Die deutsche Staatsbürgerschaft sollte nicht, wie die Grünen es wollen, nur aufgrund eines örtlichen Zusammenhangs vergeben werden. Sie sollte eben nicht einfach nur ein Vorschuss sein, auf das die künftige Integration der Staatsbürger gelingen möge. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist kein beliebiger Status, der leichtfertig vergeben werden sollte. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft sollte vielmehr das vorläufige Ende des Integrationsprozesses darstellen. Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, sollten sich bewusst für Deutschland entscheiden. Sie sollen hier leben wollen, sie sollen insbesondere unsere Werte leben wollen, Herr Beck. Es ist richtig, dass ein Neugeborenes sich nicht für Deutschland und seine Werte entscheiden kann. Aber die Eltern haben dies für ihre Kinder im Vorhinein tun können. Demjenigen, der hier 8 Jahre gelebt hat und sich einen dauerhaften Aufenthaltsstatus erarbeitet hat, dem kann man unterstellen, dass er sich in Deutschland wohlfühlt und er etwas zu dieser Gesellschaft beitragen will. Die Kinder dieser Menschen erhalten zu Recht den deutschen Pass, denn ihre Eltern haben sich bereits an ihrer Stelle zu Deutschland bekannt. Die Grünen mögen das hohe Hürden nennen. Wir nennen das eine wohlüberlegte Entscheidung für Deutschland und ein Bekenntnis zu unserer Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Tim Ostermann hat hier noch mal die Position der Unionsfraktion zusammengefasst. Und jetzt hören wir noch einen Redner der Bündnisgrünen, Öcan Mutlu. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich so manchen Beitrag hier Revue passieren lasse, dann habe ich den Eindruck, dass es hier noch immer noch viele gibt, die sich die Zeit vor 1999 zurückwünschen. Da gucke ich insbesondere in Ihre Reihen der CDU, CSU. Sie haben gar nichts gelernt. Damals hieß es, Deutsche sollen diejenigen nur werden, die auch deutsche Vorfahren nachweisen können. Es galt das wilhelminische Jus Sanguinius, und das deutsche Blut war entscheidend für die Staatsbürgerschaft und den deutschen Pass. Leider scheint sich dieser Gedanke in manchen Köpfen bis heute gehalten zu haben. Anders ist nämlich das krampfhafte Festhalten an der Optionspflicht im Staatsbürgerschaftsrecht nicht zu erklären. Und bei Ihrer Rede, Kollege Friese, habe ich mich ernsthaft gefragt, in welchem Jahrhundert leben Sie? Kommen Sie endlich im 21. Jahrhundert an. Dieses Land braucht ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht und nicht weniger. Meine Damen und Herren, die leidige Optionspflicht ist nicht abgeschafft worden, wie wir es auch gerade noch mal gehört haben. Und daran ändert sich auch nichts, auch wenn Sie es hier gebetsmühlenartig von der Seite der SPD wiederholen. Das Gesetz, was 2014 in Kraft getreten ist, ist nämlich eine Mogelpackung.
Mein Kollege Volker Beck hat es gesagt. Deutsche dürfen nur diejenigen bleiben, die als Kind und Jugendliche mindestens 8 Jahre in Deutschland gelebt haben und 6 Jahre brav in der deutschen Schule waren und in einen Schulabschluss in Deutschland erworben haben. Warum diese Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, nicht die gleichen Rechte bekommen sollen wie zum Beispiel Kinder, die deutsche Eltern haben, haben Sie bisher hier nicht erklärt. Ich glaube, Ihnen geht es vor allem darum, welchen Nutzen Menschen für unsere Gesellschaft haben können. Ähnlich auch Ihr Motto bei der Diskussion um die Einwanderung. Wer nützlich ist, der soll herkommen und hier bleiben dürfen. Wer nützlich ist, der soll den deutschen Pass kriegen, alle anderen aber nicht. Ich würde mir dagegen wünschen, dass Sie endlich kapieren, dass sich der Wert eines Menschen weder an seinen Fähigkeiten noch an seiner Religion und auch nicht nach seinen Schulabschlüssen bestimmt wird. Und an dieser Stelle würde ich gerne Bertolt Brecht zitieren, der vor fast 75 Jahren schrieb, mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Und diese Zeilen, meine Kolleginnen und Kollegen, treffen den Kern der heutigen Debatte. Es geht für mich aber um Bürgerrechte für alle, ohne Wenn und Aber. Und das sollten Sie auch endlich mal kapieren. Meine Damen und Herren, in der letzten Optionspflichtdebatte sagte der Bundesinnenminister im Bundestag, ich komme zum Schluss, mit der Neuregelung dieser Optionspflicht würden 90% der Jugendlichen von der Optionspflicht befreit. Und genau aus diesem Grund sagen wir Grüne heute und hier, lassen Sie uns gemeinsam dieses Bürokratiemonster beerdigen, lassen Sie uns gemeinsam die Länder und die Kommunen entlasten und lassen Sie uns gemeinsam für ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht eintreten und die Jugendlichen von diesem Druck befreien. Deshalb stimmen Sie unseren Antrag zu, und da sage ich das in Richtung der SPD. Nächstem Redner teile ich das Wort dem Abgeordneten Mahmut Özdemir, SPD-Fraktion. Danke sehr. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nur mutmaßen, was der Gesetzentwurf Gesetz zur Verwirklichung des Geburtsrechts im Staatsangehörigkeitsrecht zu diesem Zeitpunkt bewirken soll. Die Rezitation des SPD-Regierungsprogrammes benötige ich als Sozialdemokrat jedenfalls nicht. Dennoch freue ich mich natürlich jederzeit über die vielfältigen Anträge und Gesetzesentwürfe von der Opposition, die eine Ableitung des sozialdemokratischen Regierungsprogramms darstellen. Ich frage mich jedoch, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, von sozialdemokratischen Rednern heute erwarten. Erwarten Sie wieder die Phrasen wie der Gesetzentwurf stürzt bei uns auf größte Sympathie, aber im Koalitionsvertrag ist das leider nicht geregelt? Erwarten Sie gar in dieser Wahlperiode von uns eine Zustimmung zu Ihrem Gesetzentwurf? So langsam wird es doch langweilig und ungebührlich. Sind wir als Sozialdemokraten etwa in Hessen politisch unterbelichtet, dass die hessischen SPD-Landtagskollegen nicht denselben Antrag, den Sie hier stellen, als Gesetzesentwurf im dortigen Landtag einbringen und dann die folgende Formulierung im schwarz-grünen Koalitionsvertrag einzuschätzen, in der Lage sind, ich zitiere aus dem schwarz-gelben, ja, unglaublich. Auf bundespolitischer Ebene werden wir die Aufhebung der Optionspflicht und die Akzeptanz von Mehrstaatlichkeit im Staatsangehörigkeit für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern unterstützen. Das ist der Koalitionsvertrag in Hessen, den auch die Grünen mit unterzeichnet haben. Solche Spielchen gibt es mit uns nicht. Deshalb erwarte ich auch keine Verschonung durch die Opposition für die Kompromisse, die wir als große Volksparteien im Koalitionsvertrag gefunden haben. Ich erwarte jedoch, dass Sie nicht die Mechanismen unserer Demokratie für kurzfristige Presseerfolge instrumentalisieren und gleichzeitig so tun, als würden durch diese Mechanismen der Demokratie Ideale verkauft. Je mehr wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Kompromiss als Ausverkauf von Aufrichtigkeit in der Parteiendemokratie darstellen, desto größer wird die Zahl derer, die glauben, dass durch Wahlen nichts mehr bewegt werden kann. Zwei gewichtige Ideale von uns Sozialdemokraten sind seit mehr als 2 Jahrzehnten die Verwirklichung des Geburtsrechts im Staatsangehörigkeitsrecht,
ebenso wie das Bekenntnis zur Mehrstaatlichkeit. Wir liefern uns diesbezüglich vielleicht Wortgefechte im Plenum. Herr Kollege, aber Stichwort Wortgefechte, da gibt es einen Wunsch, eine Zwischenfrage. Wollen Sie zulassen oder wollen Sie weitersprechen? Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen. Okay. Ebenso wie das Bekenntnis zur Mehrstaatlichkeit, hatte ich gerade gesagt. Wir liefern uns diesbezüglich vielleicht viele Wortgefechte im Plenum. Aber draußen bei den Bürgerinnen und Bürgern bringen Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, nicht nur die SPD in Misskredit, sondern auch den politischen Prozess als solches, indem Sie das Vorurteil bedienen, dass nach der Wahl Versprechen nichts mehr wert seien. Besonders verwerflich ist es hierbei, einen politischen Weggefährten in diese Situation zu bringen, der 1999 das Geburtsrecht im Zusammenhang mit der Mehrstaatlichkeit erstmals gesetzlich billigte und dann teilweise das Abstammungsprinzip damit verdrängt. Das Staatsangehörigkeitsrecht eignet sich deshalb nicht für solche Spielchen unbedingt. Das Spiel mit der Identität hier geborener junger Menschen, deren Eltern ausländische Staatsangehörige sind, aber auch das Spiel mit der Lebensleistung derer, die als sogenannte Gastarbeiter kamen und dem Wirtschaftswunder mit Geistes- und Körperkraft Auftrieb verschafften, eignet sich nicht für diese politische Bühne. Erst recht nicht, wenn die letztere Gruppe bei völlig überlasteten Ausländerbehörden im hohen Alter auf die Abwicklung ihrer Behördengänge warten muss. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist die notarielle staatliche Beurkundung eines Bandes. Des Bandes, das mich mit meiner Geburt im Duisburg-Homberger Krankenhaus vor 27 Jahren mit diesem Land, meiner Heimat, verbunden hat. Eine Verbindung, die stärker ist als jedes Dokument. Gerade deshalb war die Wartezeit für mich und viele andere auf diese Beurkundung bis zur richtigen politischen Mehrheit in diesem Land erträglich. Wir haben als Sozialdemokraten den Weg gewählt, lieber ein kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Wir erwarten nicht mehr, dass hier geborene junge Menschen mit einer Entscheidung spätestens mit dem 23. Lebensjahr den Beweis antreten, ob sie der Beurkundung durch die Staatsangehörigkeit wert sind. Damit tragen wir ihrer Identität, ihrer Lebenssituation und ihrem inneren Frieden Rechnung. Dies tun wir mit einem Koalitionspartner, der auf Landesebene in Hessen damals eben mit einer Kampagne gegen den Doppelpass das Ende einer rot-grünen Bundesratsmehrheit einläutet. Im Übrigen ist die reine Debatte um das Staatsangehörigkeitsrecht auch nicht geeignet, die Lebensrealitäten der betroffenen Menschen tatsächlich abzubilden. Frau Staatsministerin Özoğuz machte bereits in mehreren Reden darauf aufmerksam, wie notwendig es ist, die Realitäten im Bildungsbereich und der Arbeitswelt im Hinblick auf die Chancengleichheit dringend auf die politische Agenda zu setzen. Und eines zum Schluss. Im Grundgesetz heißt es im Artikel 116, dass Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Dieser Status ist wichtig für die Grundrechtsberechtigung spezifischer deutschen Grundrechte. Dieses Statut ist mittlerweile im Hinblick auf die Grundrechtsberechtigung von Unionsbürgern aufgrund eines Diskriminierungsverbotes europarechtlich überlagert und dem faktischen Wandel unterworfen worden. Selbst ein aktives und passives Kommunalwahlrecht für Unionsbürger wird davon getragen. Ich möchte darauf hinaus, dass das Grundgesetz bewusst auf eine einfach gesetzliche Definition durch den Bundestag setzt. Dies tut das Grundgesetz, damit wir auf gesellschaftlichen Wandel reagieren können. Der gesellschaftliche Wandel im Bundestag ist insoweit angekommen, als dass die Optionspflicht durch die aktuelle Bundesregierung aufgehoben wurde, als Beginn, ich betone als Beginn, exakt des Wandels, den Sie vollumfänglich im Gesetzesentwurf zu beschreiben versuchen und wir auch. Für Ihren Gesetzesentwurf in seiner vorliegenden Form besteht aber derzeit leider keine politische Mehrheit in diesem Hause. Aber eben nicht aus Gründen mangelnder Ideale, sondern aus Gründen zwingender demokratischer Mechanismen. Wenn wir hier im Deutschen Bundestag über Gesetze oder deren Änderungen reden, dann denken wir an die Staatsgewalt, die auf unserem Staatsgebiet die rechtsstaatliche Ordnung durchsetzt. Den Begriff des Staatsvolkes behandeln wir hierbei jedoch recht stiefmütterlich. Obwohl uns das Grundgesetz neben der Möglichkeit, das Staatsangehörigkeitsrecht sukzessive anzupassen, auch zumindest die Hausaufgabe aufgibt, gesellschaftliche Realitäten abzubilden. Die SPD-Fraktion ist allzeit bereit, sich diesen Hausaufgaben in aller gebotenen Vernunft und Ernsthaftigkeit zu stellen. Zugleich, und hier besteht kein Widerspruch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt unser Wort und das Versprechen dem bestehenden Koalitionsvertrag, jedenfalls bis 2017. Denn schon bei Immanuel Kant galt, dass der öffentliche Gebrauch von Vernunft durch die Übernahme eines Amtes eingeschränkt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Glück auf.
Die Rede von Mahmut Özdemir für die SPD-Fraktion war das. Weiter geht es jetzt mit Barbara Woltmann, CDU-CSU. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, nein, es tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, Ihr Gesetzentwurf zur Einführung des Geburtsrechts im Staatsangehörigkeitsrecht findet nicht unsere Zustimmung, um das schon mal gleich von Beginn an klarzustellen, und das ohne Wenn und Aber. Ich will es noch mal in Erinnerung rufen, erst im letzten Jahr, Sie haben es ja selber auch angesprochen, haben wir mit unseren Stimmen CDU, CSU und SPD das Staatsangehörigkeitsrecht geändert. Und ich will das auch noch mal in Erinnerung rufen. Im Koalitionsvertrag hatten wir vereinbart, den Optionszwang für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern aufzuheben und die Mehrstaatlichkeit zu akzeptieren. Wir haben aber auch gesagt, dass es im Übrigen beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht bleibt. Mitte des letzten Jahres, und das ist nicht lange her, haben wir die Änderungen hier im Plenum sehr intensiv diskutiert. Nicht zur Freude aller. Wir von der Union haben nicht die zwingende Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung gesehen. Aber nun gut, wir hatten das im Koalitionsvertrag so vereinbart, und dann stehen wir auch dazu. Und seit dem 20. Dezember 2014 gilt nun dieses geänderte Staatsangehörigkeitsgesetz. Und darin haben wir festgelegt, dass diejenigen in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern von der Optionspflicht befreit werden, die bei Vollendung des 21. Lebensjahres mindestens 8 Jahre in Deutschland gelebt haben. Und Gleiches gilt, wenn die betroffene Person 6 Jahre in Deutschland eine Schule besucht hat. Die Optionspflicht entfällt auch für diejenigen, die über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Und das ist alles einfach nachzuweisen und zu belegen, zum Beispiel durch Schulzeugnisse. Also mal schon gar nichts hier mit irgendwelchen Bürokratiemonstern. Das ist ganz und gar nicht so. Und nach der Einführung, es ist auch schon angesprochen worden, des Jus Soli-Prinzip, diesem Geburtsortsprinzip im Jahre 99, und es gilt seit 2000 durch Rot-Grün. Ich will sagen, das hat damals auch nicht unsere Zustimmung gefunden, aber die Mehrheiten waren damals so, fielen bis zum Jahre 2013 rund 540.000 Personen unter diese Optionspflicht. Und mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im letzten Jahr entfällt jetzt für rund 90% dieser Personengruppe die Optionspflicht. Das heißt, sie können beide Staatsangehörigkeiten behalten. Und ich denke, damit haben wir einen guten Kompromiss gefunden, der die Lebensumstände junger, optionspflichtiger Menschen berücksichtigt. Die Regelung betont auch den besonderen Wert, den die deutsche Staatsangehörigkeit für unser Zusammenleben hat. Und wir sollten und wir müssen uns auch immer wieder die Frage stellen, was macht ein Staat denn eigentlich aus? Tim Ostermann hat es ja vorhin auch schon gesagt. Man kann das rechtlich definieren und sagen über die Einordnung Staatsgebiet, Staatsgewalt, Staatsvolk. Ja, das sind aber schon diese Punkte, Herr Beck. Und das Staatsvolk ist dabei ein zentrales Element für ein funktionierendes Staatsgebilde. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, die Staatsangehörigkeit ist das höchste Recht, das ein Staat verleihen kann. Und es stärkt meines Erachtens auch die Demokratie, wenn diejenigen, die hier geboren sind, die hier und optionspflichtig sind, auch sich aktiv mit der Frage nach ihrer Staatsangehörigkeit auseinandersetzen. Die Entscheidung, die Sie treffen, ist für mich auch ein Nachweis dafür, dass Sie als mündige Bürger handeln. Und wir von der Union wollen und sind ganz klar für ein Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland. Und das schließt für uns auch diese Staatsbürgerschaft und das Staatsbürgerrecht mit ein. Und das, meine Damen und Herren, sind keine Dinge, die der Beliebigkeit unterliegen dürfen. Nach unserer Grundüberzeugung drückt sich die Zuwendung oder Hinwendung zu einem Staat auch darin aus, wie man es denn mit seiner Staatsbürgerschaft hält.
Welches Bekenntnis gebe ich ab zu diesem meinem Land, meiner Heimat, in der ich leben und dauerhaft bleiben will, oft sogar schon in der zweiten oder auch dritten Generation? Frau Kollegin, ja? Herr Beck wünscht eine Zwischenfrage. Mögen Sie zulassen oder wollen Sie weitersprechen? Ich würde gerne zu Ende erst reden. Wie stabil ist die innere Einstellung zu diesem Staat und wie sehr bin ich bereit, für diese unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auch einzutreten? Und ein eindeutiges Bekenntnis zur Staatsangehörigkeit ist auch ein positives Signal für diesen Staat und seine Gesellschaft. Die Gesetzesänderung ist erst vor 4 Monaten in Kraft getreten, zugegebenerweise ohne Ihre Stimmen, ohne die Stimmen der Opposition. Aber schon jetzt, gerade mal 4 Monate mit einem neuen Gesetzentwurf zu kommen, ist natürlich legitim, ohne Frage. Aber ob das politisch klug ist, möchte ich dann doch bezweifeln. Alle haben sich gerade erst auch an die neuen auf die neuen Regelungen eingestellt. Dazu gehören die Betroffenen, aber auch die Verwaltungen und die Ausländerbehörden. Ich selber komme beruflich aus der Exekutive. Es macht eben nicht immer Freude, ständig mit neuen Gesetzen und Verordnungen und Richtlinien umgehen zu müssen, die so wie dieser hier nicht notwendig sind. Damit bringen wir nur Sand ins Getriebe. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal eine Lanze brechen für all die Menschen in der öffentlichen Verwaltung, die jeden Tag einen guten Job für unser Land machen. Und Gesetze müssen Sinn machen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Kollegen von den Grünen. Und das trifft für Ihren Gesetzentwurf nicht zu. Es ist schon klar, was Sie wollen. Sie wollen das Optionsrecht vollständig abschaffen. Jeder soll durch Geburt in der Bundesrepublik sofort Deutscher werden und seine eventuell doppelte Staatsbürgerschaft behalten dürfen. Nur das wollen wir nicht. Und ich sage Ihnen auch gerne, warum. Die von uns 2014 beschlossene Regelung ist integrationspolitisch sinnvoll. Ein eindeutiges Bekenntnis zu Deutschland stärkt die Bindung zu unserer Gesellschaft. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern, die hier weder aufgewachsen noch zur Schule gebaut sind, können diese Bindung doch gar nicht erst oder nur sehr schwer aufbauen. Wir kennen Ihre Forderungen nach großzügiger Verteilung der deutschen Staatsbürgerschaft schon lange. Und Ihr Argument, liebe Kollegen und Kolleginnen von den Grünen, die Demokratie würde gestärkt werden durch diese vorbehaltslose Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft alleine durch Geburt in der Bundesrepublik, das teilen wir so nicht. Dass das für EU-Bürger anders ist, hat ihren Grund im EU-Recht. Wir sind eben nicht nur Deutsche, sondern auch Europäer. Und schauen wir mal über die Grenzen Europas hinaus. Was passiert denn eigentlich in den Ländern wie USA und Kanada, die Sie ja auch in Ihrem Gesetzentwurf erwähnen, in denen nämlich dieses uneingeschränkte Jus soli Geburtsrecht gilt? Viele von uns kennen doch die Reportagen und Dokumentationen von hochschwangeren Frauen, die über den Pazifik in die USA einfliegen, um dann dort ihre Kinder zu bekommen. Das ist mittlerweile ein richtiges Geschäft geworden. Meine Damen und Herren, das möchten wir hier nicht, diesen Tourismus. Und der Vorschlag der Grünen, ich sage es Ihnen, lädt praktisch dazu ein. In Ihrem Gesetzentwurf sagen Sie, damit, ich zitiere Sie, damit wird dem demokratischen Prinzip Rechnung getragen, dass eine Kongruenz zwischen den Inhabern politischer Herrschaft und den dauerhaft einer Herrschaft Unterworfenen anstrebt. Ja, mal abgesehen davon, dass das kaum jemand versteht, was Sie damit sagen wollen. Verehrte Kollegen, wage ich mal eine einfache Übersetzung. Jeder, der will, darf. Zwar sagen Sie in Ihrem Gesetzentwurf in § 4 Absatz 3 Satz 1, dass die Kinder ausländischer Eltern durch Geburt im Inland die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben können, wenn ein Elternteil rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Sie wollen damit die Staatsangehörigkeit an einen rechtmäßigen Aufenthalt der Eltern knüpfen. Das sehe ich durchaus positiv, diesen Ansatz. Aber was heißt das denn? Was fassen Sie unter diese Rechtmäßigkeit? In Ihrer Gesetzesbegründung sagen Sie lediglich, ich zitiere wieder, eingeschränkt wird das Geburtsortsprinzip fortan nur noch, wenn sich im Zeitpunkt der Geburt kein Elternteil rechtmäßig im Inland aufhält, beziehungsweise wenn kein Elternteil einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Damit sind für mich viele Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Wie viele Streitfälle haben wir denn jetzt schon im Asylrecht? Und der Hinweis in Ihrer Zeit läuft ab.
Ich komme gleich zum Schluss sofort. Der Hinweis in Ihrer Gesetzesbegründung auf die dann weitgehend gleiche Rechtslage in den USA und Kanada lässt ja gerade den Schluss zu, dass es dann eben doch zu diesem Geburtstourismus kommen kann. Und wie überzeugt sind Sie denn eigentlich selbst von Ihrem Vorhaben? Denn Sie sagen auch, ich zitiere Sie, die Erfahrung aus diesen Staaten, USA, Kanada, zeigt, dass die Anknüpfung des Erwerbs der Staatsangehörigkeit an die Geburt im Inhalt dem gesellschaftlichen Zusammenhalt jedenfalls nicht abträglich ist. Wahre Begeisterung und Überzeugung hört sich für mich anders an. Meine Damen und sehr verehrten Damen und Herren, hier gibt es noch verschiedene Zwischenfragen. Ihre Zeit ist schon lange am Ende. Ich würde sagen, ich fasse es zusammen. Wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Wir haben eine gute Regelung im letzten Jahr getroffen und wir werden weitergehende Änderungen daher nicht zulassen. Dankeschön. Die Rede von Barbara Woltmann war das für die CDU-CSU-Fraktion. Sie war die letzte Rednerin in dieser Debatte zu einem Gesetzentwurf zum Thema Geburtsrecht im Staatsangehörigkeitsrecht, das jetzt in den Ausschüssen weiter beraten werden wird und dann hier auch noch einmal vorgeholt wird. Aber so wie die Debatte gelaufen ist, allzu viele Chancen für diese Veränderung des Geburtsrechts bzw. des Staatsangehörigkeitsrechts gibt es derzeit im Plenum nicht. Jetzt noch eine Kurzintervention. Jetzt ging es an, ne? Renate Künast. Ich hatte geflüstert, aber dann ging das Mikro an. Nochmal. Ich musste mich jetzt an dieser Stelle melden, weil ich schon finde, dass einige Äußerungen der Kollegin Wollmann irgendwie angesichts der Politik, die auch diese Bundesregierung angeblich machen will, ungeheuerlich sind. Also nicht nur die Tatsache, dass Sie hier meinen, es würde massenhaft Rechtsstreitigkeiten geben, wenn man sagt, rechtmäßiger Aufenthalt eines Elternteils heißt, Kind, das hier geboren wird, bekommt auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Also es wird Ihnen ja nicht entgangen sein, dass solche Begriffe längst, ein solcher Begriff wie rechtmäßiger Aufenthalt längst ausdefiniert ist und dass man das, Sie könnten ihn ja auch in Zukunft in einem Gesetz anders definieren. Also zum Beispiel könnten Sie ja problemlos sagen, wer hier eine einjährige Aufenthaltserlaubnis hat, mindestens, für den gilt das, also nicht für Touristen oder so. Ja, das würde Ihnen ja freistehen. Sie müssen nur das Wort rechtmäßig definieren und dann gibt es null Rechtsstreitigkeiten, weil auch keiner, der die Staatsangehörigkeitsurkunden dann ausstellt, noch irgendeine Frage hätte, sondern einfach bei der Ausländerbehörde nachfragt, wie denn der konkrete Aufenthaltsstatus ist. Was mich aber noch viel mehr geärgert hat, ist nicht nur Ihre rechtlichen Sorgen, die meines Erachtens unbegründet sind, sondern dass Sie hier quasi vor Erschleichung warnen. Ein Geburtstourismus, haben Sie gesagt. Jetzt, was sollen eigentlich Menschen in Indien zum Beispiel denken, wenn Sie auf der einen Seite sagen, es gibt eine Blue Card, kommt hierher, arbeitet als IT-Spezialisten hier für 3, 4, 5 Jahre, Klammer auf, natürlich mit rechtmäßigem Aufenthalt, Klammer zu, aber Kinder, falls ihr gerade schwanger seid, dürft ihr hier nicht kriegen, weil das würden wir dann als Geburtstourismus denunzieren. Ich kann Ihnen nur eines sagen, wir haben früher viele Gastarbeiter gehabt, die wir nicht als Menschen wahrgenommen haben. Später hieß dann der Satz, wir haben Gastarbeiter gerufen und es sind Menschen gekommen, auch im IT-Zeitalter, auch wenn Sie heute Zuwanderung wollen, wenn Sie wollen, dass junge Menschen hierher kommen, dann werden Sie sich freimachen müssen von diesen Verknotungen und Verkantungen und schlicht und einfach sagen müssen, wer hier einen rechtmäßigen Aufenthalt hat und ein Kind bekommt, ist willkommen und qua Geburt deutscher Staatsbürger. Sie würden ja auch keiner deutschen Wissenschaftlerin in den USA, die für 3, 4 Jahre dorthin geht, sich fortbildet, vielleicht noch ihre Doktorarbeit macht und mit neuem Wissen sozusagen ausgestattet ist und Berufserfahrung sagen, würden Sie bitte, falls dort auf US-Territorium Ihr Kind geboren ist, freiwillig auf die Staatsbürgerschaft dieses Kindes, die US-Staatsbürgerschaft verzichten, weil das am Ende als Geburtstourismus denunziert werden kann. Ich sage Ihnen mal, alle Menschen sind gleich und die Menschen kriegen Kinder und es ist nie Geburtstourismus. Wollen Sie nochmal darauf antworten oder wollen wir so stehen lassen? Okay, keine Antwort von? Keine Antwort von Barbara Woltmann, CDU-CSU, auf diese Kurzintervention von Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Das bedeutet, diese Debatte ist jetzt zu Ende. Im Anschluss ein paar Überweisungen im vereinfachten Verfahren und das heißt ohne Debatte. Gleich danach die Aktuelle Stunde, dann melden wir uns wieder.